Ja, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ich bin euer Badora und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ja, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Erstmal möchten wir unser Pocketbike reparieren. Ja, mal gucken, wie sieht's aus? 85%, das passt schon. Und wir tanken das Ding eben mal nach. So, wir schauen mal eben und blicken zurück zu einer sehr schönen Zeit hier in unserer neuen Basis. Allerdings habe ich vor, da ja jetzt die Horde gestern erst erschienen ist, also in der letzten Folge, dass wir uns jetzt auf die Socken machen, einfach mal auf eine Karte schauen. Und ich würde sagen, hier oben, wo die Abwürfe sind, fahren wir jetzt einfach mal hin mit dem Pocketbike und werden dann die nächsten Tage auch weiterhin in der Wildnis überleben, meine lieben Freunde. Werden auch nachts draußen bleiben, damit wir mal so ein bisschen Abwechslung haben und nicht immer nur in unserer Basis rumhängen. So, ich habe hier auf jeden Fall genug zu essen, genug Medikits, ein bisschen was zu trinken und zu essen und so weiter und so fort. Gut, dann machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg, würde ich sagen. Ne? Dann reisen wir jetzt ein bisschen durch die Wildnis und survivalen, so wie sich das gehört. So, und da ist schon mal der erste Zombie. Und Zombies habe ich nämlich auch vor, richtig hart hier ranzunehmen in den Folgen. Richtig schön in deinen Kopf drücken. Ja, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt, Digga? Hä? Ja, was soll das jetzt heißen? So, brauche ich nicht. Kannst du behalten. Bitteschön. So, Nummer 1 ist gefallen. Guck mal, da sind schon wieder zwei an. Oh, noch mehr. Ist das wieder eine Wanderhorde? Eine Wanderhorde. Komm her, du Wanderhoden. Oh, jetzt habe ich nicht getroffen. Nurse, Mensch. Jetzt hab dich doch nicht so und komm her. Du hast doch bestimmt was Schönes dabei. Ein Blutpaket oder irgendwie so. Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Aus Versehen die Waffe gewechselt. Und Zappelklaus, es ist ja nicht zu glauben. Zack, die Folge fängt an. Wer taucht auf, Zappelklauschen? War ja klar. Du kannst es auch nicht anders, ne? Alter, hör mal. Alter, noch zwei Stück davon jetzt auf einmal. Oh, nicht getroffen. Ins Bein geschossen. Ja, hör mal. Und jetzt ein bisschen die Schrotflinte rausgeholt. Muss auch noch gelevelt werden hier. Oh, Lähmung mal 3. Könnt ihr alles haben von mir. Oh. Oh, Mensch, Nurse, jetzt muss ich erst nachladen. Oh. Boah, direkt gestorben hier, die Alte. Und ein Glaskrug, das ist schön. Nimm, oh, nein, no. Jetzt kommen sie wieder alle hier. Und Crack a Book ist auch wieder am Start, cool. Haben wir denn die Rohrbomben gar nicht mitgenommen? Oh. Hallo, stirb. Verreck doch! Mein Gott, die haben es aber drauf hier, du. Da fahre ich jetzt einmal mit meinem Pocketbike drüber, so richtig, so wie hier. Ah, verdammt. Immer wenn ich euch zeigen will, wie ich irgendwo einen Zombie umfahre, treffe ich nicht. Oh, so. Das ist wie Bowling. Ey, das ist eine neue Challenge. Wie viele Zombies fährst du um? Kein. Ein. Wow. Boah, ich bin so schlecht im Fahren. Das ist unglaublich. Hui. Und noch eine Runde. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Oh, oh. Mal 2 nur? Was ist denn das für eine Verarsche? Komm, wir müssen noch ein bisschen Spaß haben hier. Jungs. Strengt euch an. Da ist ein Kopfzerplatz. Ne, ein Arm. Ja, nehme ich jetzt halt den Hammer raus. So, hier. Da ihr es ja nicht anders wollt, könnt ihr es gerne so haben. Oh, ein Kopf. Zwei Köpfe. Du, mich auch. So. Leider ist der Kopf nicht zersprungen, aber wir haben immerhin, ja, die Zombies jetzt endlich erledigt. War ja auch ziemlich anstrengend jetzt gerade wieder alles hier. Ist auch voll auf die Zeit gegangen so ein bisschen. Aber ist nicht so wichtig. Wir müssen weiterreisen. Wir bleiben ja jetzt auch in der Wildnis. Von daher ist das alles nicht so schlimm. Die Leichen lasse ich hier jetzt erstmal liegen, weil die Knochen kann ich später alle nochmal gebrauchen. Für die Sprengpfeile, meine lieben Freunde. Genau, für die guten alten Sprengpfeile. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu leise war die ganze Zeit über. Ich sehe gerade, meine Audiospur ist ziemlich niedrig gewesen.
Aber das kriegen wir alles hin. Alles Technik. Zappelklaus. Und die Nurse. Na komm, dann machen wir noch eine Runde hier. Ich möchte ja den Gamer-Score schließlich auch haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Zombies man killen muss, um da den letzten zu bekommen. 500 oder 1000? I don't know. Was hat er denn hier? Lol. Oh, jetzt ist er umgefallen. Ein bisschen Papier? Ja, warum nicht, ne? Ah, hier. Guck nicht so scheiße, du blöde Sau. So. Oh, eine Krücke, das ist aber nett von dir. Oh, Zappelklaus, dich erwischt es aber auch immer am härtesten. Du arme Sau. Wer war das jetzt? Die Nurse, wo kommt die her? Oh, Nurschen. So, und zum Pocketbike zurück. Ey, wer war das? Hat sich angehört, als hätte einer auf einen Stein rumgekloppt. Naja, wie auch immer. So, wir fahren den Zappelklaus noch um hier. Und hinterlassen die ganzen Leichenteile. So. Links. Oh, hier ist alles gut. Hier ist sogar noch eine Brücke. Da fahren wir jetzt eben mal drüber und schauen dann nochmal auf die Karte, wo genau ich mich jetzt befinde. Nicht, dass ich hier jetzt gleich falsch abbiege. Oh, einmal eben runter vom Bike. Oh, wir müssen noch ein bisschen geradeaus. Also ein bisschen dauert's noch. Und es wird jetzt gerade auch dunkel, wie ihr sehen könnt. Gabrielle mit ihrem coolen neuen Mantel. Den habe ich hier eben verpasst. Den hatte ich noch in der Kiste liegen. Ja. Ja, und jetzt hier. Haut euch mal rein, wie die aussieht, die gute alte Gabrielle. Nee, 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 nee. Ich bin Gabrielle. Fisting. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Oh, das ist aber cool. Geil. Ey, das ist ja fast wie bei uns. Sexy, sexy. Wir wollen aber weiterreisen Richtung Abwürfe. Ich möchte jetzt ungerne wieder in irgendeinem Haus mich umsehen. Das möchte ich später. Ich habe nämlich, Lust, was Größeres zu finden. Nicht nur ein Haus, sondern wieder was wie so ein Hospital oder so. Das wäre echt nice. Und jetzt, wo hier so viele Abwürfe liegen, habe ich mir gedacht, ich fahre einfach mal auch in die Richtung, weil wir ja hier kaum waren auch eigentlich. Oh, hier, guck mal, hier ist ein neues... Oh, ein schöner neuer Zeltplatz. Oh. Lass mich in Ruhe. Hier. Wie der immer guckt so. Was geht? Oh, nice. Schießpulver und ein Bergbauhelmer. Den brauche ich jetzt gerade leider gar nicht. Den habe ich nämlich auf dem Kopf. So, und was ist hier? Ein Bier und ein bisschen Flasche Wasser. Das ist auch recht cool. Können wir alles mitnehmen. Im Coupé befindet sich nichts. War ja klar. Aber den können wir eigentlich auch mal abluten, because of Sprit und so. Müssen wir auch wieder besorgen zwischendurch. Aber ich denke, da finden wir noch genug. Da finden wir noch genug. Auf dem Weg. Ich weiß ja auch, dass in der einen Stadt da, in Gravestown, meine ich, war das, oder? In Perishton. Da gibt es ja diesen Joe's Autoladen da. Und da können wir uns doch tatsächlich ganz viele Autos abluten. Jagdgewehr, Jagdmesser, brauche ich alles nicht. Heidelbeeren, warum nicht? Ein paar Heidelbeeren sind doch auch mal gar nicht schlecht. Sind auch sehr lecker. Ich liebe ja Beeren. Ich weiß nicht, wie ihr so zu Beeren steht, aber ich finde Beeren einer der sehr leckersten Dinge, die es auf der Erde gibt. Also ich könnte mich an Beeren verzehren. Boah, das ist so unnormal, ne? Also auch so Himbeeren und so. Boah, geil. Ausnahmsweise esse ich auch gerne Erdbeeren, aber irgendwie nicht so gerne wie Kirschen zum Beispiel. So, hier ist noch ein Bauplan für Eisenstiefel. Die brauche ich jetzt allerdings aber auch nicht. Den lesen wir aber trotzdem, weil er ist Level 43. Yo, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dran machen mit unserem Level hier. Wie viele Abwürfe? 4 Stück. Und wie viele Köpfe? Oh. Hä? Hat die denn gemacht? Ich dachte, wo springt die denn jetzt hin? In welche Lüfte? So, und boah, voll viel Munition. Sehr geil. Hä? Ist die
jetzt tatsächlich hier reingerannt und brennt. Wie dumm bist du denn, Mädchen? Oh, scheiße, meine Energie. Habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Und wo kommen die auf einmal alle her? Wollt ihr mich verarschen oder ist das hier jetzt gewollt? Hallo, wieso treffe ich die denn nicht mehr? Gestorben. Und wie viele Leichtteile? LOL. Okay, der hat wieder nichts dabei. Ey. Wo ist eigentlich mein Pocketbike? Weiß das einer? Pocketbike? Das müsste ja hier irgendwo stehen. Oh, scheiße. Wo ist mein Pocketbike? Nicht, dass das wieder von Hand alleine losgefahren ist hier. Wie letztens in der Folge, ist einfach von Geisterhand ist das losgefahren. Wo zur Hölle ist mein Pocketbike? Pocketbike. Hallo? Irgendwie finde ich mein Pocketbike nicht wieder. Es ist nicht gut. Ich brauche das. So, was haben wir denn hier? Zack, zack, zack. Den Rest lasse ich einfach mal hier drin und kletter jetzt mal auf diesen scheiß Stein hier und hoffe, dass ich mein Pocketbike hier irgendwo sehe. Wo ist das? Ey, das ist doch jetzt Verarsche, oder nicht? Wo habe ich das denn abgestellt? Das war doch hier irgendwo, hier. Also hier jetzt so. Ach, hier! Oh, Mensch! Oh, Pocketbike. Du machst mir aber auch immer wieder dieselben Schwierigkeiten, du. Bengel, Bengel, Bengel. So, jetzt mache ich aber das Licht an. Sonst verliere ich das schon wieder. Alter. Das Pocketbike. So. Frauenheld. Eine neue Herausforderung. Das ist aber schön. Da können wir ja mal gucken, was das bedeutet. Frauenheld. Da könnte ich mir ja vorstellen, das könnte was mit den Nurses zu tun haben. Hier ist der nächste Abwurf. Boah, so viele Abwürfe hier. Die müssen wir uns alle mitnehmen. Heute ist Abwurftag. Ich sag's euch. Was war das? Bilde ich mir jetzt Sachen ein oder war da... Ach, da ist ein Reh, siehste? Ich wollte schon sagen. Was sehe ich denn hier schon rumspringen für Dinge? So, halt mal eben an. Gabi! Zweimal denselben Bauplan. Wie sinnlos ist das denn? So, her damit. Boah, und ein richtig geiles Sniper. Noch gut intakt. Mitnehmen. Den einen Schuss lasse ich jetzt aber hier. So, auf zur nächsten Markierung hier. Hier ist noch ein bisschen Fleisch. Wollen wir ein bisschen Fleisch mitnehmen? Ja, wenn der so dämlich ist, was soll ich denn machen? So, her damit. Und wir können uns ja gerade mal die Herausforderung reinziehen, was da so geht, was ich da machen soll. Frauenheld, mal lesen. Herausforderung, töte ein paar weibliche Zombies. Ja, war klar. Das machen wir später. Machen wir gleich. Ein Hühnchen. Hi, Huhn. Ja, wir lassen das Hühnchen natürlich am Leben. Ganz klar. Und jetzt gleich müssen wir aber auch mal am Ziel sein. Denn, naja. Ihr wisst... Da ist der nächste Abwurf. Die nächsten Abwürfe. Wahnsinn. Oh, und gleich müssen wir auch mal wieder auf die Karte schauen, denn ich weiß gar nicht, wo ich mich mittlerweile befinde. Ich dürfte schon ziemlich weit weg sein von zu Hause. Boah, immer dieselben Dinge. Immer dieselben Dinge. Was ist das? Maschinenpistolenlauf. Toll. Was soll ich denn mit dem Scheiß, Junge? Ich will endlich mal eine Kettensäge haben oder so. Meine Fresse, das ist auch irgendwie so ein Film, diesen Bohrer und diese Kettensäge. Ja toll, hier Bauplan Kettensäge, aber den hab ich schon. Ich brauche einfach nur das Blatt von der Kettensäge, das ist das Problem. Das Blatt von der Kettensäge. So, und mein Inventar ist schon voll, das ist gar nicht gut. Ein Stuhl, wieso habe ich denn einen Stuhl mit?
Ein Ministuhl. Guck mal, wie geil ist das denn? Ein alter Stuhl. Ja. Tja, da kann ich mich... Was? Da kann ich mich draufsetzen. So. Oh, geh weg, du alte Drecksau. Was willst du von mir? Setz dich mal lieber auf den Stuhl. So, hier ist ein bisschen was zu trinken. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. So, weiter geht's, weiter geht's. Und wieso bin ich hier schon jetzt richtig, oder was? Was? Ich wollte doch ganz woanders hin. Was ist das hier? War ich hier jetzt schon, oder? Nee, ne? Was ist das denn dann hier, das Große? Ich fahr da mal eben hin. Schneller Wegpunkt. Nicht, dass das wieder irgendwie so ein krasses Gebäude ist, was ich übersehen habe. Und wir müssen gleich mal wieder nachtanken, sehe ich auch. Und ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken können wir auch mal. Ach ja, so ist das in der Wildnis. Und ich glaube, wir buddeln uns auch später einfach mal eine Höhle oder so in irgendeinen Berg, damit wir ein bisschen sicher sind, wenn wir jetzt wirklich nur rumreisen sollten. Oh. Sehr schön. Oh, was ist das denn hier für Gebäude? Hier war ich bestimmt schon, aber... Ey. Wie ich verblute. Was ist das denn für ein Schwachsinn jetzt? Hallo? Oh, was ist denn hier? Police. Oh, geil. Waren wir hier schon drin? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ey. Ganz ehrlich. So, ich nehme mal eben so einen, ne? Hier war ich tatsächlich einmal kurz drin wahrscheinlich, so wie das aussieht. Aber ich habe hier nicht viel gemacht. So, ihr fangt gleich alle an zu rennen. Scheiße, das ist kein gutes Zeichen. Ich muss mich beeilen mit dem Umbringen. So, stirb. Jawohl, einer. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. So viele schon wieder. Oh nein. Oh nein. Oh nee. So, das regt mich auch so... Alter, regt mich das auf. So. So. Läuft doch. Ja, das esse ich jetzt. Und das trinke ich jetzt. So, danke schön. Das nehme ich so mit. Läuft doch. Boah, da kommt schon wieder der nächste Zappelklaus hier angezappelt. Du kriegst richtig schön Magnum hier. Ist aber kein Eis, ne? So. Dieser Kaffeebohnen brauche ich nicht. Irgendwas kommt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, ich hab's gehört von hinten. Richtig schön den Kopf. Oh, lecker Schmecker, du. So. Oh, der ist auch schon tot. Warum zappelt der denn immer noch so? Wow! Kollege Zappelklaus wieder hier. Was geht denn bei dir ab? Jetzt fangen sie an zu rennen. Oh, oh, Problem. Zappelklaus! Was geht? Oh. Oh. Das hat ihn, glaube ich, doch noch erwischt. Hey, Meister. Dr. Edgar. Ich bin's. Wow. Come on, die. Die, Mother. Piep. Oh, den Arm abgeschlagen. Was machst du jetzt? Was hat sie denn hier für Probleme? Sie ist ja richtig aggressiv. So. Wo willst du hin? Bleib hier. Kannst du nicht mehr schlagen jetzt, oder was? Jo, wie hat der mich denn jetzt geschlagen mit seinem komischen Armstumpf da, oder was? Was ist das denn für eine Verarsche? Wie hast du mich geschnitten mit deinem gebrochenen Knochen, der aus deinem Arm guckt, oder was? Mein Gott, ey, was zur Hölle geht der ab? So, was hat er dabei? Oh, eine Schatzkarte. Das hört sich aber sehr schön an. Eine Schatzkarte hat mir letztens sehr gut gefallen. Sehr gut gefallen, muss ich sagen. So. Zack, in your face. So, siehst du wohl. Brauche ich nicht. Gut, jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich gehe jetzt mal nach oben. Unser Inventar ist nur ein bisschen ziemlich voll.
Ist ein bisschen scheiße. Und wir spielen auch schon 20 Minuten, sehe ich schon wieder. Oh, ein roter Tisch. Sexy, sexy. Sexy! So, habe ich denn eine Axt mit, sag mal? Eine Axt. Und irgendwie ist das scheiße mit dem Bier, das muss ich trinken. So, würde ich sagen, den Schraubenschlüssel weg und die Axt mal hier rein. Da komme ich hier auch mal durch und kann mich ein wenig umschauen, ein wenig umsehen. So, mach mal hier Licht, genau. Was ist denn hier in dem Müll? Tabletten. Ja, ist klar, dass die Bullen sich wieder so einen Scheiß reinziehen. Das ist bestimmt die Asservatenkammer. So, ist aber natürlich ganz leer geräumt, natürlich. Ist nur wieder Papier drin, klar. Die übergebliebenen Paper und so. Ja, klar, sicher. So, was ist hier? Was ist hier in der guten alten Stube? Jetzt habe ich die natürlich wieder nicht drin. Oh. So, zack. Scheiß jetzt drauf, das mache ich auch mit der Spitzhacke. Da hole ich jetzt nicht extra nochmal die Axt für raus. So. Eine Munitionskiste. Cool. What? Oh, ein Bücherregal. Schön. Das ist cool. Papier freut mich immer. So, kann ich hier auch drunter kriechen? Nö. Scheiße. Wieso bin ich denn gejagt? Wer jagt mich denn hier? Ey! Zappelklau. Guck mal, der hatte gerade weiße Haare. Habt ihr gesehen? Geh weg von mir. Lass mich in Ruhe. So, Messing brauche ich jetzt nicht. Was ist hier in dem schönen Koffer? Eine Stacheldrahtknüppel? Hä? Was ist dies? Okay. Habe ich auch noch nie gehabt. Oder? Wüsste ich jetzt nicht. Kann ich ja mal ausprobieren. Ich lasse mal das Tierfett hier und nehme den mal mit. Mal probieren. Wie sieht denn der aus? So. Oder ist das der ganz normale? Ich weiß nicht, ob das jetzt die billige Version ist oder die gute. Keine Ahnung. Kann ich echt nicht sagen. So, hier liegt noch eine Leiche. Wenn das jetzt Resident Evil gewesen wäre, hätte man nicht gewusst, lebt der Zombie, greift er mich gleich an oder nicht. So. Zack, was ist hier denn noch in den Spinden? Oh, eine Stoffkopfschutz. Okay. Habe ich auch noch nie gefunden, aber... Ne, nehmen wir mal mit. So, was ist hier drin? Habe ich schon. Ah. So. War klar. Nur Scheiße. So, was ist hier drin? Brauche ich eigentlich alles gar nicht. Hat sie hier für Probleme? Stahlfall, Stahlfall? Jawohl, jawohl. So gefällt mir das. Warum ist es hier so dunkel? Und ist es übrigens nachts? Also das heißt, Zombies, wenn die kommen, haben wir ein kleines Problem. Ein kleines. Nicht jetzt so groß, aber... Hier geht's noch... Nee, ich wollte schon sagen. So, jetzt gehe ich mal unten mich umsehen und ich hoffe, dass hier wenigstens noch ein bisschen was ist. Ein bisschen. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Hä? Geil. Das ist ja cool. Ich möchte wissen, was der dabei hat, der Gefangene. So. Dauert natürlich jetzt ein bisschen mit der ganzen Klopperei. Aber, meine lieben Freunde, ich hoffe, dass der vielleicht was Tolles hat. Was ist das denn? Eine Saatkartoffel. Ja, guck, habe ich auch noch nie gefunden. Hat sich also gelohnt. Was lasse ich denn dafür hier? Am besten würde ich sagen, hier die was, leere Dose habe ich überhaupt nie mitgenommen. Nie. So, was ist hier in dem Klo? Gar nichts. Das lasse ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Hier würde ich auch gerne nochmal reinschauen. Da liegt so eine halbe Leiche drin, aber... Was war das denn für ein Geräusch? Aber da verzichte ich jetzt einfach mal drauf. So, komm, mach die Tür auf. Oh, cool. Eine Küche! Eine Küche! Was ist hier denn drin?
Ne, bisschen Wasser. Oho. Hängeschrank. Ja klar, ich tue in den Hängeschrank Kastanien rein. Mein Gott. So, Honig esse ich jetzt erstmal. Hängeschrank, Hängeeier, Hängebauch. So. Hängeeier. So, Dose Fleisch. Was ist das denn hier? Ein Wandofen. Das sieht aber auch echt sexy aus, ne? Unterschrank. Eine Ration. Ja, hier, die nehme ich auch mit. So. Ja, gut. Das passt schon mal. Wir durchsuchen jetzt nochmal die Spinde hier. Rotes Sweatshirt. Nee, lasse ich jetzt auch mal. Und verabschieden uns jetzt, glaube ich, auch langsam für diese Folge, denn wir haben schon relativ lange gespielt jetzt hier. Und ich muss auch mal zusehen. Ey, geil. Das ist übel. Ich muss auch mal zusehen, dass wir uns jetzt langsam mal einen Unterschlupf suchen hier. Ich glaube, ich bleibe vielleicht sogar in der Police drin, dass ich in der nächsten Folge dann von hier aus wieder starten kann und wir uns dann einfach mal weiter umschauen. Ich guck mal gerade auf die Karte, wo wir uns genau befinden. Okay, wir können jetzt gerade nochmal hier hinfahren und gucken, was das für ein riesiges Gebäude ist. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal hier so ein bisschen auf den Weg. Schneller Wegpunkt. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge und schauen uns da ein bisschen dann um. Nur vorerst möchten wir gerade mal rausfinden, was das für ein Häuschen ist da hinten. Für ein dickes, fettes. Oh, und mein Sprit ist alle, sehe ich gerade. So. Wir fahren in die falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Hier müsste irgendwo ein richtig großes Gebäude stehen. Und da besteht die Frage, was ist das? Oh. Scheint ein Hotel zu sein oder so. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber ich würde sagen, ja. Warte, wie viel? Okay. Was? Wie viel? 51%. Das heißt, wir müssen das Licht ausmachen. Und eine Fackel am besten hinstellen. Nur Fackeln habe ich jetzt gerade gar nicht mitgenommen. Ich Vollidiot. Habe gar keine Fackeln mit. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm, weil wir haben ja einen Helm mit Licht. Es scheint echt ein Hotel zu sein. Oder Wellness, irgendwas. Supple Klaus ist schon wieder hier. Oh, holy fuck. Oh, holy fuck. Oh, holy fuck. Oh, holy fuck. Okay. Alles ist gut. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Folge 7 Days to Die und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, denn es wird jetzt heikel. Muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Lass mich los. Geh, geh. So. Oh nein. Hilfe. Ah. Scheiße, Mann, dann. Ich muss weg. Jetzt nach oben. La 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 la. Ihr werdet mich nicht. Oh Scheiße, hier ist noch viel mehr los. Schwitze auf. Mach die Witze auf. Ah! Wow. Holy shit. Holy shit. Ah, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Zappelkläuse, ganz viel Zappelkläuse. Hilfe! Oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Schnell aufs Pocketbike. Schnell. Oh Gott. Scheiße. Und nur noch 18 von 100% von Dingens hier und so. Ihr wisst, was ich meine. Nein. Geh zum Pocketbike. Geh zum Pocketbike. Geh zum Pocketbike. Geh zum Pocketbike. Gabriel, mach keine Scheiße. Und los. Los, los, los! Oh no! Okay, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann für diese Folge 7 Days to Die und schauen dann, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und ich bin vor allem gespannt, wie lange wir in der Wildnis überleben. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Oder teilt das Video mit euren Freunden. Ich bin euer Badora, bis zum nächsten Mal. Und haut rein!